Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines, wo wir Tag-Nacht-Wechsel angemacht haben und okay, wir haben hier keinen Strom. Warum haben wir hier keinen Strom? So, das Eis ist doof bei Tag-Nacht-Wechsel. Sieht immer noch aus wie ein Flughafen irgendwie hier hinten. Wir sollten beide bei den Flughafen bauen. Das wäre eigentlich gar nicht so doof. Irgendwo hier drüben oder sowas. Oder hier so, bei den Bahnverbindungen. Das wäre tatsächlich clever, hier irgendwo einen Flughafen hinzumachen. Dann wäre die Stadt über... Wo sind wir denn so rum? Ja, das ist vielleicht clever. So, wir machen ein fett Minus gerade erstmal. Wir können... Ah, wir haben immer noch nicht genug Grundschulen, wie es ausschaut. Sind wir gerade so genug. Oberschulen genau das gleiche. Mal auf, ich baue einfach nochmal ein paar. Hier drüben so zum Beispiel, ne? Baue ich hier nochmal was und dann eine Grundschule hier nochmal hin. Das sind zumindest ein paar Häuser dann versorgt. Und unsere Verfügbarkeit ist halt echt eng. Ist krass. Auf, ich kann hier hinten ja nochmal eine hinbauen. Das zukünftige Wohngebiet hier hinten. Krieg ich da die daneben? Oh ja, ich krieg sie daneben. Sehr cool. Ja, ich weiß, die haben keinen Strom. Oh, Parks. Ja, Parks sehen hier aktuell auch schlecht aus. Tourismus und Freizeit. Ein Jetski-Verleih. Ja, hier wäre das doch mal richtig Premium. Jetzt brauchen wir eine Straße, ne? Kann ich hier einen Kiesweg einfach hinmachen? Okay, ich weiß nicht, wie die Jetskis zu Wasser lassen, aber hey... So, Wasser brauchst du auch, Strom brauchst du auch. Wasser sollst du haben, Strom kriegst du durch die nebenliegenden Gebäude dann. Zählt das als eingeschlossen? Ich glaube schon. Ich glaube, es zählt als eingeschlossen. Bin mir aber nicht so ganz sicher. Ja, es hat nur keinen Strom. Also müsste es angeschlossen sein. Das ist doch okay für mich. So, wir wollten eigentlich einzigartige Gebäude, Freizeitparks, sowas wollten wir machen, ne? Zoo, Parkpflege. Ein vertikaler Bauernhof. Ein Biodom. Keine Ahnung, passt sowas hier hin? Ich mach sowas einfach jetzt mal hier hin. Scheinbar gefällt es den Leuten, ja. Oh, die sehen aber... Ey, in der Nacht sehen die gut aus. So, wir sollten hier einfach so irgendwelche Plätze machen oder sowas. Parkhaus bestimmt auch gut. So, vereinzelte Parkplätze immer auch gut.
So, wie wir hier Strom rüberkriegen, ja, so. Das ist die einzige Option, die ich sehe. So, hier möchte ich... Ich möchte hier nur... Wohngebiet haben. So. Und wir brauchen auch noch, ich weiß, Polizei, Feuerwehr und vielleicht noch ein Krankenhaus hier drüben. Bei Krankenhaus nicht unbedingt, aber eine Arztpraxis wäre ganz gut. Ja, bei Feuerwehr mache ich auf jeden Fall ein Feuerwehrhaus, ein großes. Da kann ich hier eigentlich auch nochmal... Na, kann ich hier auch nochmal eins reinpacken, ne? So, arzttechnisch, ja, sollten wir hier auch nochmal... Wir haben kaum kranke Bürger, aber wir sollten hier trotzdem ein Krankenhaus haben. So, dann Krematorien. Auch immer wichtig. Ja... Vielleicht hier noch zwei. Und dann hier vielleicht tatsächlich irgendwo ein Friedhof. So, was haben wir hier? Eine Sauna. Eine Sauna, Sauna ist fürs Gesundheitswesen. Okay. Ja, hier vorne vielleicht. Irgendwo. Oh, sind sie nackig da drin? Ja, sind sie wahrscheinlich. Das ist eine Sauna. Rettungshubschrauber-Depots haben wir. Swimmingpool. Sowas haben wir auch schon. Das können wir natürlich hier nochmal hinmachen. Zusammen mit dem Yoga-Garten nebendran. Und dann machen wir hier auch noch einen Parkplatz hin. Natürlich machen wir noch einen Parkplatz daneben. Muss ja noch einen Parkplatz daneben. So, hier machen wir auch noch einen Parkplatz. Zwei daneben. Auf der letzte ein bisschen unnötig. Mach den lieber hier hin. Ja, ich weiß, die haben hier alle keinen Strom aktuell. Und wahrscheinlich alle. Doch, Wasser habe ich gemacht. Größtenteils. Hust. Größtenteils habe ich Wasser gemacht. Nicht für alle. Die ein paar da hinten haben, kriegen keins. So, das ist soweit ganz okay. So, was haben wir jetzt hier noch? Ja, jetzt müssten die hier halt einziehen, ne? Machen sie halt nicht. Immer noch... Wir brauchen noch mehr Bürogebiete, habe ich so das Gefühl. Weg damit. Ganz ehrlich. Hier, die hier können wir auch hier nochmal eins freigeben. Warum auch nicht? So, ihr habt alle keinen Strom. Okay, ich hoffe, dass, wenn er sein Haus gebaut hat, dass es dann Strom... technisch hier verteilt wird. Ja, da baut sich einer eine, wie war's? Die Primel- und die Pinienresidenz. Da drüben habe ich auch markiert. Ja, ja. Okay. Ja, da warten wir jetzt einfach mal ab, wie es ausgeht hier drüben. Dann einzigartige Gebäude.
die sind tatsächlich nicht einzigartig gewesen, was ein bisschen enttäuschend war gerade. Wir haben sowas wie Platz des Transfers. Gefälle zu steil. Warum ist mein Gefälle zu steil? Die Countdown-Uhr. Ja, die Countdown-Uhr ist halt, naja. Arc de Triomphe. Ja, das haben wir schon gesagt. Ein Chirp X. Okay, stimmt, wir wollten einen Flughafen bauen. Aha, ich muss echt hier einen Flughafen bauen. Dann kann ich das hier auch irgendwo dazusetzen. Was ist das hier? Ein Panda-Schutzzentrum. Weiß ich ja nicht, ob das da Sinn macht. Was haben wir hier? Ein Perlenturm. Okay. Tempelkomplex. Verkehrspark. Ja, okay. Der macht hier tatsächlich Sinn irgendwie. Aber wartet, wir müssen hier... Ja, das lassen wir erstmal wobei, hier brauchen wir nicht. Aber den Verkehrspark packen wir auf jeden Fall hier noch hin. So, was haben wir hier noch? Ein Bootmuseum. Bombastischer Springbrunnen. Ich weiß ja nicht, sowas würde ich halt ganz gern dann in den Park packen, aber... Vielleicht machen wir sowas hier hin. Ein Fußballstadion, ach du Schande. Ja, da, wenn die Ölindustrie weg ist, mache ich es dahin. Dann kann ich es dahin machen. Oder ich mache... Oh, hier könnte ich eigentlich auch... Wartet! Wo sind Flughäfen? Hier, ne? Flughafen, Knotenpunkt, Flughafen. Zeppelinwege. Frachtflughafen. Okay. Monorail. Seilbahn. Was ist das? Also, das sind die Hubs, ne? Heißluftballontouren. Sightseeing-Busse. Okay. Was ist das? Seilbahn gibt's ja auch noch. Monorails. Ach du Schande. Ich glaube, wir werden davon nicht mehr alles machen. Ja, actually würde sich ein Flughafen hier... Aber der ist halt winzig, ne? Dann würde ich den doch vielleicht hier irgendwo hinmachen. Gefälle zu steil. So krass ist das Gefälle jetzt aber auch nicht. Wartet. Hier, was habe ich hier benutzt? Ah, vierspurige Straßen habe ich hier sogar genutzt. Mit Bäumen. Ja, die Bäume sind eigentlich ziemlich alle tot, aber... Dann nutze ich die Straße hier einfach. Was kostet mich so ein Flughafen? 4.800 die Woche. Gefälle zu steil. Und da geht's. Okay, was ist... Was, wenn ich das Gefälle ein bisschen rausnehme hier drüben? Wenn ich sag, warte, die Straße... Mach ich nochmal weg. Und dann nehme ich diese Höhe. Mach ich auf Maximum.
Oh Gott, das kostet richtig fett Kohle. Aber wer einen Flughafen will, muss Platz schaffen. So. Ja, keine Erde mehr, aber das ist okay. Ich sollte jetzt theoretisch die Straße nehmen können und die... Kriege ich das in... Wow, das sind 90 Grad. So krumm, Alter. Geil, ich mache das einfach so. Und dann Flughafen. Wir haben noch gar keinen Flughafen gehabt, aber okay. Wie können wir jetzt... Müssen wir jetzt Fluglinien ziehen oder wie funktioniert das jetzt? Oder haben wir keine Fluganbindung hier? Funktioniert denn das jetzt? Ja, okay, du brauchst erstmal Wasser und Strom, ist mir auch klar. Das kriegen wir beides hin. Das kriegen wir beides hin. Und jetzt? Hast du ja beides, hoffentlich. Und nur? Woher weiß ich jetzt, dass das jemand nutzt? Direkt dahinter einen Frachtflughafen, das ist eine gute Idee. Das Gefälle hier ist immer noch zu steil übrigens. Okay, ja, es fliegt jetzt ein Flieger weg. Zwei Passagiere. Literally ein Flugzeug mit zwei Passagieren. Das ist der Pilot und der Co-Pilot. Fliegen da gerade los. Mir macht einfach eine komplette Drehung. Ja, wo ist der Anschlusspunkt? Das sehe ich ja nicht, oder? Liegt der halt irgendwo out of map, oder? Ja, der kostet uns jetzt einfach mal Geld, der Flughafen. Aber er ist da. Gut, dann würde ich sagen, ja, mit einem komplett unnötigen Flughafen, verabschiede ich mich in die nächste Folge. Ich finde es auch gut, so mitten im Wald, ja? Nur eine Straße, die da hinführt. Ein bisschen lächerlich. Gut, ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.